Herr Ströble, Sie sind, was den BND-NSA-Komplex angeht, ja eine relativ exponierte Person, melden sich viel zu diesem Thema zu Wort. Fühlen Sie sich eigentlich noch sicher, wenn Sie E-Mails schreiben und wenn Sie telefonieren? Natürlich nicht, aber bei mir ist das schon alt gewohnt. Ich bin seit dem Jahr mindestens 1969 oder so im Fokus verschiedener Behörden und Dienste immer gewesen und kenne das. Auch das Gefühl, dass man am Telefon abgehört wird, übrigens gerade dann nicht, was die meisten Leute denken, wenn es da knackt. Wenn das gemacht wird, dann ist das ganz, ganz sauber und da merkt man nichts von, jedenfalls heute nicht mehr. Aber heute wird ja mehr über Geheimdienste gesprochen. Was sagt das denn über die Geheimdienste aus? Sind die Attacken wirklich mehr geworden? Sind die Aktivitäten mehr geworden oder haben wir heute einfach nur mehr mediale Aufmerksamkeit? Also erstens ist es natürlich so, dass die Überwachung gerade der elektronischen Kommunikation der Bürgerinnen und Bürger sehr viel intensiver ist, als das früher überhaupt sein konnte. Für viele Menschen ist das ja eines der zentrale, wenn nicht das wichtigste Kommunikationsmittel. Und wenn man das dann voll abgreift, dann weiß man sehr viel mehr über Personen, als wenn man da wie in früheren Zeiten Leute hinterher schickt oder mal ein Telefongespräch abhört. Das ist das Erste. Und das Zweite ist schon, dass die Nachrichtendienst in Deutschland, aber auch in anderen Ländern, sehr viel mehr transparent geworden sind. Also als ich noch angefangen habe im Bundestag, in den 80er Jahren, da wusste man kaum, wer der Chef dort beim BND oder beim Bundesamt für Verfassungsschutz ist. Die Gesichter kannte man in der Regel nicht, das spielte sich alles völlig im Geheimen ab. Als ich hier in Berlin zunächst mit der parlamentarischen Kontrolle auch befasst war, 1998. Da durfte ich nicht mal sagen, wo ich hingehe, wenn ich zur Sitzung des Kontrollgremiums gegangen bin. Niemand durfte wissen, wo das ist. Das war völlig clandestin. Das ist heute anders. Heute reden Präsidenten auf Pressekonferenzen, auf Veranstaltungen. Auch die Nachrichtendienste haben selber Öffentlichkeitsabteilungen, wo sie schon dafür sorgen, dass jedenfalls versuchen, dass sie mehr Akzeptanz bekommen. Aber ist das nicht eine Scheintransparenz? Denn in dieser ganzen, in den NSA-Skandalen, in den BND-Skandalen, muss man ja inzwischen sagen, hat die Bundesregierung ja das Parlament, was die Aufklärung dieser Spionageangriffe betraf, hat das Parlament mutmaßlich belogen, verschleppt die Aufklärung, kann man sagen. Was können Sie denn als Mitglied des Deutschen Bundestages und als Vertreter der Opposition hier überhaupt machen? Leider sehr wenig. Sie haben völlig recht mit Ihrer Frage. Es ist heute noch so, dass die Opposition, selbst wenn die beiden Oppositionsfraktionen sich zusammentun, die Rechte etwa im parlamentarischen Kontrollgremium oder auch im Untersuchungsausschuss nicht ausschöpfen, die das Parlament eigentlich haben sollte. Und es ist leider so, dass die Große Koalition und ihre zahlreichen Abgeordneten in diesen Gremien ihre Aufgabe überwiegend darin sehen, sich vor die Bundesregierung, deren Tun und auch das Tun der Geheimdienste zu stellen. Also diese völlig unabhängige Kontrolle durch das Parlament der Regierung bzw. der Nachrichtendienste, die unterstellt sind, das findet eigentlich sehr wenig statt. Wenn wir nicht eine aufmerksame Presse hätten, wenn wir nicht Journalisten hätten, die auch immer wieder neue Fakten uns zur Verfügung stellen, zum Nachfragen, zum Draufbeharren, dann sähe es noch viel schlechter aus. Herr Ströbele, reden wir kurz über die Position der Bundesregierung. Es ist doch im Grunde genommen, oder ist es nicht eigentlich ziemlich skurril, wenn die Bundesregierung sagt, man müsse erst, was diese Selektorenliste der NSA angeht, diese Suchbegriffe, um die es im Moment geht, man müsse da erst die Antwort aus Washington abwarten, bevor man selber Schritte unternimmt? Ja, das ist ein kleinmütiges Vorgehen. Man traut sich nicht.
gegenüber der NSA oder auch den USA deutlich aufzutreten und die eigene Position klar zu machen. Wir dürfen ja nicht vergessen, hier handelt es sich auch nach Meinung des Bundesnachrichtendienstes und der Bundesregierung um unerlaubte, um illegale Selektoren, die die NSA vertragswidrig, vereinbarungswidrig eingestellt haben in die deutschen Datenverkehre, die der Bundesnachrichtendienst ausspiegelt und durchsucht. Und da zu sagen, ihr macht jetzt was Illegales, ihr macht was Rechtswidriges, aber ob wir das auch unserem Parlament mitteilen dürfen und die Selektoren vorlegen dürfen, das fragen wir euch und tun das nur, wenn ihr zustimmt. Das ist völlig unglaubhaft, dass man dann noch aufklären. Aber es zeigt doch auch, dass das Parlament hier im Grunde genommen in seiner Kontrollfunktion an seine Grenzen stößt. Ja, hier wird ganz klar ein ganz wesentlicher Teil der parlamentarischen Kontrolle ausgehebelt. Hier wird ein Teil der Kontrolle, die das Parlament auch über die Nachrichtendienste ausüben soll und angeblich ausüben kann, so gestaltet, dass wir nicht rankommen und dass wir unsere Aufgabe nicht erfüllen können. Man kann nur sagen, in einer Demokratie darf es keine Räume geben, weder des Handelns der Bundesregierung noch der Geheimdienste, die das Parlament nicht kontrollieren darf. Wenn es da rechtsfreie Räume gibt, wo soll das hinführen? Also mal konkret, Sie gehören dem parlamentarischen Kontrollgremium an. Es gibt inzwischen ja auch einen NSA-Untersuchungsausschuss. Was konnten diese Gremien denn in den vergangenen Wochen und Monaten erreichen? Also ich glaube, wir haben im Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestages sehr, sehr viel inzwischen erreicht. Viel mehr als in früheren Untersuchungsausschüssen. Aber wir haben natürlich lange nicht die volle Wahrheit. Wir wissen heute immer noch nicht, in welchem Umfang hat etwa die NSA die Daten deutscher Bürgerinnen und Bürger aufgenommen, gespeichert und ausgewertet. Da fehlen jede Zahlen, da kriegen wir keine Auskunft. Wir kriegen natürlich keine Akten von der NSA, wir kriegen keine Zeugen von ihr und deshalb sind wir darauf angewiesen, über den Bundesnachrichtendienst, also über die Tätigkeit, über die Zusammenarbeit des Bundesnachrichtendienstes mit der NSA, einigermaßen an Fakten zu kommen. Wir können also Akten des Bundesnachrichtendienstes, zum Teil leider nur, vieles ist geschwärzt, lesen. Gerade die Teile sind geschwärzt, die die NSA und die USA betreffen. Aber wir haben doch schon so viel rausbekommen, dass wir sagen können, einmal die anlasslose Daten, Massendatenüberwachung auch bei deutschen Bürgerinnen und Bürgern findet statt, hat ja nicht nur stattgefunden, sondern findet weiter statt. Und wir können sagen, dass der Bundesnachrichtendienst sich zum Gehilfen der NSA hat machen lassen und einzelne Projekte aufgelegt hat, die im Wesentlichen im Interesse der NSA gewesen sind. Der Bundesnachrichtendienst hat das gemacht, um an die Technik der NSA ranzukommen und hat dafür die Daten geliefert an die NSA, also so eine Art Kopplungsgeschäft. Ja. Ihr gebt uns Technik, ihr gebt uns Know-how, NSA, an BND und wir geben euch dafür die Daten. Herr Ströble, Sie haben eben gesagt, dass man im Parlament ja doch an die Grenzen stößt und dass man dann mit der Presse arbeiten muss. Inwieweit müssen Sie inzwischen denn aus dem Parlament rausgehen, quasi außerparlamentarische Arbeit hier leisten, um Druck aufzubauen? Also ohne den Druck der Medien, der Öffentlichkeit, hätten wir nicht annähernd das erreicht, was wir schon erreicht haben. Und ich sage auch zu meiner langjährigen Tätigkeit im parlamentarischen Kontrollgremium, alle Fehlentwicklungen, alle Skandale, an die ich mich erinnere, sind nicht von der Bundesregierung im parlamentarischen Kontrollgremium gemeldet worden und dann haben wir uns damit befasst, sondern alle sind irgendwie von außen gekommen. Es gab Zeitungsberichte darüber, da haben wir gesagt, darüber brauchen wir einen Bericht, dazu wollen wir Leute hören, dazu wollen wir die Spitzen aus dem Bundesnachrichtendienst oder auch aus dem Verfassungsschutz hören und nur so sind wir überhaupt an eine Aufklärung rangekommen. Da ist ein grundsätzlicher Fehler, dass wir darauf angewiesen sind, dass uns die Bundesregierung und die Nachrichtendienste selber melden, wenn sie was falsch machen.
Und da können Sie sich vorstellen, was dabei rauskommt. Sie haben eben ja schon die Große Koalition angesprochen. Inwieweit verhindert denn diese Große Koalition, diese übermächtige Koalition, eine Aufklärung der NSA-Skandale? Die Große Koalition lähmt sehr weitgehend auch den Parlamentarischen Untersuchungsausschuss, von dem man ja immer sagt, das schärfste Schwert des Parlaments gegenüber der Regierung. Also ohne martialisch werden zu wollen, aber das ist ein ganz, ganz wichtiges Instrument. Ich habe jetzt meinen 5. Untersuchungsausschuss und weiß, wie wichtig das ist. Und da muss man einfach feststellen, dass die Große Koalition wesentliche Teile der Aufklärung blockiert. Also etwa mit der schizophrenen Entscheidung, wo auch die Koalition zugestimmt hat, Edward Snowden soll vor diesem Untersuchungsausschuss im Deutschen Bundestag gehört werden. Oder soll überhaupt gehört werden, sein Wissen ist wichtig für die Aufklärung und gleichzeitig sich weigert, die Bundesregierung auch nur aufzufordern, ihm die Möglichkeit zu verschaffen, nach Deutschland zu kommen und im Parlament auszusagen. Er ist dazu bereit, ich habe ihn ja besucht und die Mehrheit im Ausschuss hat zunächst die Entscheidung immer verschoben, dann hat sie gesagt, okay, der ist wichtig, das sehen wir auch so, aber dass jetzt auch die Möglichkeit geschaffen wird, da schrecken wir zurück, da lassen wir der Bundesregierung Zeit, da bestehen wir drauf. Und genau ist es jetzt mit den Selektoren. Ohne dass wir diese Selektoren sehen, können wir nicht beurteilen, welche Begehrlichkeiten die NSA gegenüber dem Bundesnachrichtendienst hatte, an welchen Informationen sie informiert, sie interessiert waren. Die NSA behauptet ja bis heute noch, sie würden keine Massendaten abschöpfen, sie würden keine Industriespionage betreiben, sie würden keine Unternehmen, keine Politiker ausspionieren. Aber aus diesen Selektoren wird sich vermutlich, wir haben sie ja leider noch nicht gesehen, wir haben nur gehört, was da drin sein soll, wird sich wahrscheinlich ergeben, dass die NSA sehr wohl über mehr als ein Jahrzehnt an solchen Informationen über Personen, über Institutionen, über Regierungsstellen, über EU-Stellen, über Firmen interessiert war. Herr Ströbel, aber die große Frage zum Schluss nach Reform oder Revolution. Die Linke hat ja immer, die politische Linke hat immer eine Abschaffung der Geheimdienste gefordert. Ist das eine Forderung, die nach wie vor richtig ist? Oder denken Sie, dass die Geheimdienste BND, NSA und andere so weit reformierbar sind, dass sie einer demokratischen Kontrolle, einer effektiven demokratischen Kontrolle unterworfen werden können? Das ist eine sehr schwierige Frage, weil wir stellen auf der anderen Seite fest, dass, glaube ich, auch die Linke immer wieder sagen, diese Spionageangriffe, ob aus den USA oder aus anderen Ländern, die deutsche Bürgerinnen und Bürger, deutsche Politiker, deutsche Unternehmen betreffen, die muss abgewehrt werden. Aber dann brauchen wir auch Stellen, die das machen. Können wir das alleine der Polizei überlassen, die dann möglicherweise Sachen macht, die wir eigentlich als geheimdienstliche Tätigkeit von der Polizei nicht wollen? Also das ist eine ganz schwierige Frage. Ich sage, im Augenblick ist die Forderung, das alles abzuschaffen, illusionär. Aber was wir erreichen müssen, ist, dass wir unsere, die in Deutschland, die Nachrichtendienste, auf die wir deshalb unser Einfluss haben, dass wir denen bestimmte Tätigkeiten, bestimmte Zusammenarbeit mit anderen Nachrichtendiensten in anderen Teilen der Welt untersagen, dass wir das wirksam kontrollieren und dass wir das Parlament in die Lage versetzen, die Gremien des Parlaments, diese Kontrolle auch wirksam zu betreiben und zwar so transparent, dass auch die Öffentlichkeit mitbekommt, dass da eine effektive Kontrolle stattfindet. Vielen Dank.